mit der richtigen Frage ein Gespräch voranzutreiben oder mit einer treffenden Antwort sein Gegenüber aus der Reserve zu locken und damit plötzlich vielleicht auch eine Kommunikation zu verbessern. Das sind eigentlich all die Stolpersteine, die ich jeden Donnerstag ein bisschen drüber schaue. Und der nächste Gast, den wir haben, der zeigt genau, wie man das macht, weil er weiss, wie man das richtig macht. Er ist nämlich Trainer in der Schlagfertigkeit. Er trainiert Manager in dieser Richtung und wird zweifellos auch mir zeigen, was bis jetzt alles falsch gelaufen ist. Herzlich willkommen, Carsten Bredermeier. Guten Abend, guten Abend. Den wir direkt anbieten. Wollen Sie schon meinen Stuhl nehmen? Das geht aber schnell. Ich habe das befürchtet. Mit heute Abend verliere ich die Stelle. Schön, dass Sie da sind. Wann waren Sie das letzte Mal sprachlos? Beim Kuss meiner Frau. Ja? Ja. Und sonst nie? Doch, wenn die Kinder mir noch Gute-Nacht-Küsse geben. Ist Ihre Frau schlagfertiger als Sie? Wir sind beide sehr schlagfertig und Schlagfertigkeit in der Ehe ist auch ein wichtiger Bestandteil unter der Voraussetzung, dass wir beide die Schlagfertigkeit außen vor lassen. Hat die Frau bei Ihnen Kurse besucht? Nein. Ich bei ihr und den Kindern. Haben Sie noch Freunde? Ja, jede Menge. Ich müsste Sie allerdings jetzt fragen, definieren Sie mal Freund. Ja, also, ja, das wäre ein bisschen zu kompliziert. Aber kommen überhaupt noch Leute zu Ihnen zu Besuch? Auf jeden Fall. Jede Menge. Kursbesucher oder auch Menschen, die unbescholten jetzt... Die sich zu Hause jedenfalls freuen, dass ich mal ganz anders bin. Aha. Sind Sie anders zu Hause, ja, als in Ihren ruhiger, Kursen? Ja, viel ruhiger. Ah ja. Ganz klar. Sie schlagen zu. Ich bin im Seminar auf jeden Fall jemand, der an die Grenzen geht. Ich arbeite mit Provokation. Ich habe ja auch zu dem Thema einiges an Büchern gemacht. Provokative Rhetorik, schwarze Rhetorik. Zielsetzung dabei ist jeweils dann 100% Gesprächserfolg zu haben. Kann man das lernen? Das kann man lernen. Das sind so Kleinigkeiten, wie wir sie gerade gemacht haben, alleine vom Sitz her. Sie haben beispielsweise diesen Platz eben halt deshalb besonders gerne, weil Sie ja dann auch das Bein nach rechts überschlagen können. Genau. Dann haben Sie blockiert, Sie haben dann gleichzeitig als Rechtshänder, ich habe mir ja Ihre Videos auch angeschaut. Sie haben mich schon geschaut, das ist schrecklich. Soll ich jetzt schon gehen oder darf ich noch ein bisschen bleiben? Bleiben Sie ruhig noch da, ist interessant für Sie. Ja, okay. Retten Sie meinen Job oder verunmöglichen Sie ihn? Nein, es ist interessant, einfach zu sehen, welche Kleinigkeiten auch in der Kommunikation Wirkung erzielen. Mhm. Ein Beispiel, gerade vom Sitzen jetzt. Wenn ich so sitze, wie Sie sonst normalerweise sitzen, danke sehr nochmal, dass Sie mir diesen Stuhl überlassen haben. Ja, Sie haben ihn einfach genommen. Stimmt, ich hätte fragen können, aber ja, dann hätte ich eine falsche Antwort bekommen. Richtig. Nein, die Antwort nein. Ja, genau, deswegen habe ich nicht gefragt. Mhm. Ja, ich höre. Jede Antwort legitimiert die Frage und von daher ist es ganz sinnvoll, manchmal Fragen außen vor zu lassen. Es gibt ja auch jede Menge dummer Fragen. Ja. Dumme Fragen sind die Fragen, die ich stelle, wo ich weiß, wie die Antwort aussieht, aber sie nicht hören will und trotzdem abrufe. Hätte ich sie also gefragt, hätte ich den Schuldig gekriegt. Eben, dann fragt man besser nicht und setzt sich hin. Gibt es eigentlich eine zweite Chance für die richtige Antwort? Nein. Also, das können Sie bei einer Matz haben, wenn Sie dann nochmal mit Kameraaufnahmen beispielsweise zurückspulen und nochmal nachfragen, aber sonst im realen Leben nicht. Sie trainieren Manager? Primär Manager. Weil hochbezahlte Wesen? Genau, die allerdings häufig auch aus der Situation heraus, dass sie über Fachlichkeit sich qualifiziert haben, dann nachher top im Job sind. Aber verbale Krüppel? Nein, nicht. Aber dort ganz andere Managerqualitäten gefragt sind, beispielsweise auf Bilanzpressekonferenzen oder Hauptversammlung. Ein Beispiel vielleicht mal dafür. Sie erinnern sich an den Herrn Kopper, der das Wort Peanuts in Deutschland sehr stark geprägt hat. Mhm. Als er noch Vorstandssprecher der Deutschen Bank war, hat er damals eine Frage bekommen bei der Hauptversammlung. Herr Kopper, Sie sind neben Ihrer Funktion als Vorstandssprecher zugleich in 17 Aufsichtsräten. Das ist eindeutig zu viel. Ich wette, aber Sie schaffen es nicht, die aufzuzählen. Mhm. Und er hat angefangen, kam bis 11, hatte die dritte Wiederholung und brach ab. Und die Referenten hinter ihm guckten natürlich betreten zu Boden. Seine Vorstandskollegen guckten betreten zu Boden und dachten, armes Schwein, aber Gott sei Dank hat es dich erwischt. Und in dem Moment sagte dann jemand, herzlichen Dank, das unterstreicht unsere Aussage. Und in dem Moment einzusteigen und sagen, Herr Wenger, das ist ein Thema, was ich Ihnen gerne in der Kaffeepause erkläre. Ich darf Sie daran erinnern, wir sind bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank. Wenn Sie Fragen haben zur Bilanz, stellen Sie die jetzt.
Ansonsten machen Sie das Mikrofon frei für Fragen zum Thema. Aber ist dann Gesprächsführung ein Kriegsschauplatz? Klar. Also mit der klaren Zielsetzung, Gesprächsinhalte unter dem Einsatz von Instrumentarien, von Mustern der Rhetorik, Dialektik, Eristik oder auch der Rabulistik, also der Wortverdreherei, dann konsequent durchzusetzen. Sie sind Theologe von Haus auf. Genau. Kann man das Rüstzeug... Evangelischer Theologe dazu gesagt. Ja, aber hat mit Theologie und Religion zu tun. Kann man das Rüstzeug dort optimal erwerben für die Schlagfertigkeit? Bei den Jesuiten auf jeden Fall. Also die Jesuiten trainieren ja ganz stark dann auch zur Schlagfertigkeit, zur Gesprächsführung, während wir in der evangelischen Fakultät da etwas verkümmert sind. Das kommt dann nachher in der Ausbildung erst. Ist es dann wirklich so, dass man immer gewinnen muss in einem Gespräch? Nein, man kann ja auch mal ganz bewusst den Mund halten. Nur den Mund zu halten, wenn man nichts mehr zu sagen weiß, das ist dann die falsche Alternative. Also den Mund zu halten, wenn man noch viel wüsste, wäre Weisheit. Ja, in dem Moment ganz klar zu überlegen, hast du noch einen Punkt zu setzen, setzt du ihn oder verzichtest du ganz bewusst drauf? Was müssen Sie diesen Herren, die Sie teuer bezahlen? Sie verdienen sich eine goldene Nase damit, nicht? Mit der Unfähigkeit zurückzuschlagen. Ja, sicherlich anderen. Ungefähr so viel wie ein Moderator. Nein, in der Schweiz, wir sind nicht in Deutschland. Ja, aber dafür produzieren Sie ja jede Menge Sendungen dann. Genau, ja, ich mache es dann mit der Quantität und nicht mit der Qualität. Das ist richtig, Herr Eschbacher. Herr Bredemeier. Das ist übrigens ein Thema... Man muss eben mit Namen ansprechen, Herr Bredemeier. Ja, aber den Namen nach hinten stellen. Nach hinten stellen? Ja, wenn ich den Namen nach vorne stelle, habe ich Aufmerksamkeit. Herr Speyer, achten Sie also darauf, dass, wenn ich den Namen nach hinten stelle, führt es zum Abnicken, Herr Eschbacher. Aha, also ich sage etwas. Das nennen wir Sprechzwang. Also ich sage, Sie gehen mir auf die Nerven, Herr Bredemeier. Dann würde ich in dem Moment vielleicht bewusst, nicht, aber unbewusst, nicken und hätte damit das erstmal bestätigt, was ich nachher negieren muss. Ja, das wäre dann dumm für Sie. Das wäre dumm, wenn ich es tun würde. Ja. Aber da ich ja meine Seminare schon häufiger besucht habe, kommen Sie mit dem Trick nicht mehr durch, Herr Eschbacher. Herr Bredemeier. Herr Eschbacher. Aufruf. Was muss man lernen, um erfolgreich zu sein? Auf was muss ich achten? Also eine konsequente Gesprächsführung. Das heißt, gerade auch den Umgang mit Fragen. Wir sind ja in Fragen darauf trainiert, Fragen zu beantworten, Fragen grundsätzlich vielleicht mit Gegenfragen zu beantworten oder zu blockieren, zu ignorieren. Und es gibt andere Muster, die aus dem Bauch heraus manchmal ganz bewusst eingesetzt werden, zu kontextualisieren. Das verstehe ich nicht. Wenn Sie heute beispielsweise jemanden fragen und sagen, wie sieht denn die Strategie der Deutschen Bank oder der Allianz aus, wie ist die Neuausrichtung, dann würde derjenige als Topmanager sicherlich, weil er sehr tief im Thema ist, einsteigen und direkt beschreiben. Da die Zuschauer allerdings dann in dem Moment die Deutsche Bank oder die Allianz oder auch in der Schweiz die Unternehmen nicht so genau kennen, man nicht weiß, wie viele Zweigstellen gibt es, wie ist die Bilanzsumme, wie ist denn die Strategie, welche sind die Kerngeschäftsfelder, ist es dann sinnvoller, als Topmanager auszuholen und die Gesprächspartner mitzunehmen. Das könnte man durch Kontextualisieren, also einen Kontext bilden, indem man sagt, bevor ich auf Ihre Frage einsteige, lassen Sie uns zum besseren Verständnis des Publikums noch mal festhalten, wie wir die Allianz heute aufgestellt sind. Und damit hat man den Fragesteller flachgelegt. Damit setze ich eine saubere Basis für das Gespräch. Sie haben Interesse an dem Gespräch, ich habe ein Interesse, aber dann ist es ja auch wichtig, dass meine Themen zum Tragen kommen. Machen Sie Ihre, sagen wir mal, Kursteilnehmer fertig? Ich zeige Ihnen auf jeden Fall auf, indem ich Sie 2-3 Mal gegen die Wand fahren lasse am Anfang, wie schwer es ist, wenn Sie die Muster beibehalten und einen professionellen Gesprächspartner haben. Vielleicht ein ganz kurzes Feedback, die Zuschauer sehen es ja gerade. Sie haben jetzt den falschen Sitz. Was passiert? Sie sitzen direkt mit der Last auf dem rechten Arm, damit ist Ihre Führungshand blockiert, die linke hängt schlaff runter. Kein guter Eindruck. Nur noch mal, weil wir im Fernsehen sind. Und was ist falsch daran? Es ist die Möglichkeit, dass Sie in dem Moment Ihre Körpersprache blockieren. Das heißt, wenn Sie beispielsweise als Rechtshänder sehr stark auslegen und Ihre Videos zeigen das. Ich lege aus rechts. Sie legen rechts sehr stark aus. Dann soll ich mir links auslegen? Das wirft man mir öfters vor, inhaltlich. Dann könnten Sie sicherlich inhaltlich dazulernen und das Spektrum besser abgreifen. Aber entscheidend ist, dass Sie in dem Moment eine reduziertere Körpersprache einsetzen. Wir nennen das eine
ritualisierte Körpersprache. Finden Sie das zweckmäßig? Wenn Sie Aussagen verstärken wollen, kommt das drauf an. Wenn heute jemand sagt, wir sind dort hervorragend aufgestellt und die Hand bleibt länger stehen, als die Aussage geht, kommt es im Unterbewusstsein bei den Zuhörern sehr professionell, aber glaubhaft rüber. Wenn ich sage, ganz kurzes Beispiel noch mal dazu, wenn ich in dem Moment sage, wir sind hervorragend aufgestellt und die Hand klatscht runter, habe ich eine Störung als Zuschauer. Weil ich in dem Moment einfach wahrnehme, dass zwischen dem, was gesagt wird und dem, was... Kontrollieren oder ist Beispiel aus der Sendung. Nicht auch etwas... Sie haben vor einiger Zeit, Herr Eschbacher, mal eine Sendung gebracht, wo Sie freundlicherweise einen Scharfmacher hatten, einen Senfmacher. Ja, genau. Genau. Aus und dem Emmental. Da gibt es in der Gesprächsführung so ein paar Stellen, die interessant sind. Weil Sie haben an einem Punkt, als Sie ihn fragten, was denn das Geheimrezept für den Senf ist, haben Sie ihn gefragt, kann ich Sie danach fragen? Da sagt er, nein. Daraufhin sagten Sie, würden Sie es mir nicht verraten? Da sagt er, genau. Super Frage. Ja, super. Also erstklassig. Super Frage, ich danke Ihnen. Aber wenn Sie das jetzt beispielsweise, und das haben Kinder, ich habe meine Tochter ja auch dabei, da vorne sitzt sie, das haben Kinder uns voraus, wenn sie mit Appellen arbeiten und in dem Moment einsteigen und sagen, bitte geben Sie uns doch mal einen Tipp, dann wäre er mit hoher Wahrscheinlichkeit eher darauf angesprungen. Mhm. Das ist das Gleiche jetzt auch mit der Thematik zur Sendung. Jetzt oder nie, die Frage oder Aussage ist ja falsch, das wissen Sie aber. Nein. Doch, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir müssen darauf achten, dass Nichtbotschaften anders ankommen. Wenn ich zu Ihnen sage, denken Sie nicht an die Farbe Blau, denken Sie automatisch an Blau. Logisch. Wenn ich sage jetzt oder nie, sagen die meisten nie. Also deswegen heißt die Sendung ab sofort jetzt. Klar. Lernerfolg, aber Sie haben mich eingeladen, von daher brauche ich Sie nicht in Rechnung stellen, Herr Eschbacher. Stellen Sie nachher noch eine Rechnung? Ja, aber nur für die Reisekosten, hatten Sie mich ja so eingeladen. Ja, ja, wir sind sparsam natürlich. Ja. Also wir machen ja in dem Sinne auch PR für Ihre Fähigkeiten. Ja, deswegen wollten Sie meine Bücher vorstellen, oder wie? Nein, eigentlich nicht. Bloß Sie. Ja, dann mache ich es selber. Ja, also bitte. Schwarze Rhetorik beispielsweise oder Schlagfertigkeit, das Arbeitsbuch. Danke vielmals. Danke Ihnen. Weiterhin viel Spaß. Bleiben Sie noch ein bisschen sitzen. Gerne. Danke sehr. Ein Applaus für den Herrn Bedermann.